Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, wir befinden uns heute in Lobor. Es ist Lobor. Ja. Da ist jetzt nicht, da steppt nicht der Bär in Lobor. Nö, nö, nö. Ach so, ja. Ich wurde gefragt, ob ich Urheberrechtsverletzungen jetzt hatte in der vorletzten Folge. In der Montagsfolge. Weil wir da im Underground Club waren und ja, der Boden war so sauber, dass ich mich dort hinlegen konnte. Oh, oh! Es wird doch nicht ein Zombie sein, Nur da oben einmal nicht. Aber ich hörte ihn. Und nein, ich habe keine Urheberrechtswarnung gehabt bezüglich der Musik im Underground Club, dessen Boden sehr sauber war und deswegen konnte ich mich mit der weißen Legging auch dort auf dem Boden legen. So. Mal schauen. Ich hätte so gern Weintrauben. Bei Weintrauben habe ich immer ein Pech. Oh, jetzt habe ich mich vor. Heute bin ich schreckhaft, ich merke das gerade. So, was haben wir vor? Wir fahren mit dem Polizeiwagen wieder in Richtung Lobor. Wir sind in Lobor. Nö, war nicht. Die alten Spaghetti hätte ich gern. Auch die Hefe. So. Nein. So, Toilette ist da. Und dann gleich den Stopfwechsel checken. Ansonsten ist das Haus ja leer. Stopfwechsel. Ja, wir könnten. Ja, Bruder muss groß. So, und auf geht's. Jetzt macht sie da neben die Badewanne. Ich dachte, ich stehe vor der Tür. Egal. Na, ja, ist gut. Ja, manchmal ist es anstrengend. Ja, 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 ja. Ja, komm. So. Wieder hochziehen, die gute Legging. Vorne zumachen. Ja. Abwischen. Bläh. Liebe Waltraud, wenn du dich mit einer komplett weißen Legging bekleidest, und das schätze ich auch an dir, wieso, weil es einfach zu ihr passt, wieso wischst du dann beim großen Geschäft alles in die weiße Legging? Das ist widerlich, liebe Waltraud. So, was hat Lobor noch zu bieten? Ein paar Hütchen. Oh, und einen kleinen Brunnen. Der Brunnen von Lobor. Hallo? Ach, ein Schweinchen ist da oben. Nehmen wir Lobor auseinander. Gut, dann nehmen wir nicht viel auseinander. Oh, jetzt redet sie wieder groß. Oh, schön blau. Er war krank. Zwölf Schuss noch. Und das war's? Das war Lobor? Ich hoffe, da war nur ein Zombie drin. Super, was finden wir? Oh, eine extrem blaue Regenjacke. Probieren wir die mal an.
Oder ist extrem blau. Die ist wirklich extrem blau. Ja, der Bikini ist mir zwar lieber, aber die nehmen wir mit, weil sie so blau ist. Und wenn ich blau sag, dann meine ich richtig blau. Seine Unterhose, ja, die lassen wir ihm da. Und wenn ich blau sag. Oh, man sieht jetzt sogar die Taschenlampe auf der Pistole. Sah ich die vorher nur nicht? Ist sie mir nicht aufgefallen? Wie hübsch. So, was haben wir da noch? Ach, das geht alles. Den schmutzigen lassen wir da, den sauberen nehmen wir mit. Spaghetti haben wir schon gesucht, aber nicht gefunden. Ja, das Käppchen legen wir ihm da, neben seinen Kopf. Na gut. So. Mal was trinken. Der ist noch immer auch im Sonnenlicht. Der ist total blau. Der ist total blau. Blö. So. Hier. Wir füllen es gleich auf. Am Brunnen von Lobor. Lobor? Labor? Lobor war das, oder? Lobor. Na, Labor wäre auch ein seltsamer Name. So. Und den blauen Alarmregenmantel legen wir in den Polizeiwagen, genauso wie die Hefe. So, dann schauen wir da noch rein. Oh, was ist denn das? Schöne Werkstatt. Eine Olive am Boden. Was mache ich da? Der alte Schulranzen. So. Schönes Baumwoll-Shirt in hell wär's jetzt. Oh, sind das genau meine Autohandschuhe gewesen, oder? Autohandschuhe 100? Autohandschuhe. Oh, genau meine. Oh, das sind Waltrauds Lieblingshandschuhe. Ich glaube nämlich wirklich. Eines der Kleidungsstücke, die wir ganz selten wechseln. So. Na, lass uns Lobor auseinandernehmen. Ja. Die Landwirte von Lobor pflanzen immer wieder neue Sachen an, nur heute nicht. Aber hier, hier haben wir. Ja, Kartoffel. Kartoschke. Liegt da einer? Oh! Ach, wie lang ist das her? Ich will wieder an den See. So, Buch ist gut, das kann ich dann mal lesen. Für kalte Winternächte. So, ja, ansonsten ist jetzt Lobor nicht der Burner, oder? Ich kann da drüben noch in eines von den Gebäuden. Was mit dem? Ist das ein Shop? Und war's das dann auch mit Lobor? Ich denke schon. Oh, so eine Bar wieder. Der Käse. Käse der Verdammnis. Wodka. So, ja, ich hab's nicht vergessen. Es steht noch immer auf meinem Zettel. Das mit der Rasierklinge. Das werde ich schon tun. Wenn Waltraud dann hässlich ausschaut, werde ich traurig sein. Aber ich werde es tun. Nö. 31. Wollen wir es tun? Nein, wir wollen weiter. So. Okay, den Wodka nehmen wir natürlich mit. Da können wir auch gleich den Plan weiterverfolgen, den wir haben. Ja, Lobor ist jetzt nicht der Hammer. Dieser eine Zombie, den mussten wir aber erschießen.
So, und wenn wir das da gleich mal essen. Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? So, dann waren wir da auch drin. Ja. So, haben wir irgendwas? Den Wodka lassen wir am Mädel. Das legen wir da rein. Ach komm, wir legen noch einen Käse rein. Wir legen das rein. Wir legen das rein. Wir legen das rein. Und wir essen einmal vom guten rohen Kohl. So, den Wodka brauchen wir auf jeden Fall am Mädel. So. Apropos am Mädel. Oh, geht. So, wir müssen weiter. Wir müssen weiter durch Lobur durch. Aber wie geht's durch Lobur durch? Da oben? Sind wir da richtig? Ist das der Weg durch Lobor? Ich denke schon. Das ist nicht Lobor. Nö, das ist nicht Lobor. Oh. Oder gehört das noch zu Lobor? Jetzt fahre ich aber die falsche Richtung. Oh, wie cool. Da gibt es auch eine Apotheke. Ich nehme alles zurück über Lobor. Oh, und eine Gage. Ne? Zwar auf der falschen Straße, aber so ein Gewerbelagergebäude-Ding. So, dann würde ich sagen, wir gehen noch in die Apotheke rein. Die. Und ich würde sagen, das gehört zu Lobor und somit passt alles. Die. Da ist auch so ein Shop drinnen. Da liegt ihm einer. Der Shopkeeper. Ja, bin neugierig, ob wir hier einen Apotheker finden. Nö, zumindest nicht im Erdgeschoss. Ach ja, die Masken. So, ich trage. Oh ja. Oh ja, jetzt geht's aber los. So, wir checken vorher noch das Obergeschoss. Da war ein Bad. Manchmal liegt da ja. Diesmal nur ein Shirt. Der Inhalt fehlt. Irgendwelche Tabletten? Oh, ein sauberer Fetzen. So, da tausche ich gleich den da aus. Super. Irgendwie. So. Nö. Ins Bad. Tür zumachen. So, wir stehen in einem Bad. Also, ich habe es mir notiert, ich habe es mir aufgeschrieben. Es steht auf der Liste. Moment. Nass kommt weg. Facial Hair. Jetzt dreht er sich weg. Nö, hat nicht funktioniert. Habe ich was falsch gemacht? Och, lege ich das weg. Also, falls ich was falsch gemacht habe, mir bitte sagen, war doch, ich muss in einem Bad stehen, ich stehe in einem Bad, eine Rasierklinge in der Hand und probieren. Also, ich bin jetzt nicht immens traurig, weil, ach so, da wollten wir auch noch ein, weil das verschandelt doch nur. Ich würde es mir, also, wer ich weit traut, vor dem Update. Mit diesen lustigen Patches war die Haarpracht hübscher. Ja, man kann es so sagen. Oh, Muni. Das ist gut. Muni ist gut. Die werden wir oben gleich verballern. Da ist auch nichts drin.
Ja, wo sind denn die Zombies? Ja, wo sind denn die alle? Ja, wo sind denn die alle? Die Zombies sind da, weiß der Grindig. Ja, ich weiß auch, wer die verteilt. So, dann gehen wir da mal. Da liegt ja auch noch was. Brauchen wir in Wirklichkeit auch noch nicht. Aber wir nehmen es mal mit. Wer weiß, für später. Stoppwechsel. Ja, wir könnten schon mal. Wer weiß, wann wir wieder eine Toilette finden. So, wir machen mal diesen hier. Ja, schauen wir mal. Also, dann waren wir mal in... Oh, sorry. Nein, wir wollen da nicht alles sehen. Man muss nicht alles sehen. Auch wenn es anstrengend ist. So, der Bär steppte in Lobo. Wir bewegen uns jetzt wieder weiter Richtung Base. Und ich hoffe, ich kriege irgendwann mal einen schöneren Rucksack für das Mädel. Ja, zumachen. Sehr gut. So. Jetzt steht der Zombie vor der Tür. So, dann würde ich sagen, dann haben wir Lobor gecheckt. Lobor! Was ist das? Eine Batterie? Oh, Faden. Nägel. Ja, gut. Die stecken wir mal in die Reifen vom Polizeiwagen. Nur zum Aufbewahren. So, Garage. Die Garage. Ein heiliges Haarband. So. Also, rein in den Polizeiwagen mit den Nägeln. Schießpulver. Nägel. Faden. Ja, und ansaufen werden wir uns später. So, da habe ich auch noch Muni, die trage ich aber am Mädel weiterhin. Den Kohl, ich habe echt keine Lust mehr auf den... Ich werde Kohl essen. Ja, ist den Kohl. Und vergiss nicht zu trinken. Ja, das werde ich noch tun. So, Stoppwechsel. Super. Da muss ich jetzt, glaube ich, genau, Richtung Stadt. Wie komme ich denn dann in der Stadt rauf? Okay. Egal, wir werden einen Weg in der Stadt finden. In die Stadt. Ja, es war eine schöne Zeit in Lobor. Und wir haben interessanterweise keinen einzigen Kombi getroffen. Oh, ein Brückel. Oh, ist das schön. So. Na gut. Dann fährt die Polizei mal auf der falschen Seite. Was ist denn das für ein hohes Gebäude hier? Das ist ja super. Oh mein Gott. Ist das tatsächlich... funktioniert der? Oh mein Gott. Ja, ich meine nicht den Brunnen. Ich meinte den Traktor. Oh. Der war mal gut. Ja, abgelaufen, aber trotzdem noch fein. Oh, wie cool. So, ja, ich tu's. So, aber wir sind schon an den Südausläufern der Stadt. Genau, ja, dann passt doch alles. So, wer weiß, wer hier noch vorbeikommt. Der kann sich hier das Fläschchen füllen. Außerdem muss derjenige, der sie immer verteilt, ja wieder neue leere Fläschchen haben. So, schauen wir mal, wo wir da in die Stadt reinkommen, beziehungsweise von welcher Seite und was da noch so... Oh, ein Zombie! Ein Zombie! Moment. Müssen wir da nicht rechts rauf? So schwer zu erkennen. Nö, wir fahren mal links. Und dann cruisen wir wieder durch die Stadt. In dem Fabrikgebäude war ich auch noch nicht. Da wollen wir auch noch mal rein. Irgendwann mal.
So, da haben wir wieder seinen Wohnkomplex. Ein Kondom, ein kleines Kondom wäre hier. So, was haben wir da? Noch ein Kondom. Ob das Spiel uns wieder was sagen will? Lehrgeschäfte. Warum ruckelt es jetzt hier so? So, jetzt hat es nachgeladen, jetzt müsste das Ruckeln aufhören. Ja, super. Und schon ruckelt's. Komm, sag ich, super, ruckelt's wieder. Ja, ja. So, ich fahr da mal. So, da ist das Brückel. Was ist denn das da oben? Ist das die Sporthalle? Ja, klar ist das die Sporthalle. Oh. Cool, Sporthalle, die Schule. Oh, das Krankenhaus. Da haben wir auch Spaß drin gehabt. Oh, wie cool. So, dann schauen wir mal. Ja, eigentlich super. So, und ich denke, ist das da jetzt? Oder wo? Was noch weiter? Okay, dann noch weiter. Na gut, sag ich. Der Bär steppte nicht in Lobor. So, kriegen wir die Straße? Ja. Oh, mit schönen Ausblick über die Stadt. Im Polizeiwagen durch die Stadt cruisen. Schade, ich hätte ein, zwei Zombies noch gern getötet. Aber besser, wir bringen den Polizeiwagen jetzt zurück. Und, na, und machen nachher das mit den Zombies. Die Kombis. Warum jetzt Weihnachtslieder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, das Kaffeehaus kenne ich, weil da muss ich in meinen Hügel rauf. Oh yeah, oh yeah. Ich sehe die Hütten. Ich kann Hütten erkennen, wenn ich sie sehe. Oh, da stehen schon unsere Wägen, unsere Wägen. Unsere Wägen. So, wo stelle ich ihn hin? Nö, nimm die Traktoren. Weiß ich nicht, ob das angepasst hier ist. So, nochmal die Frage. Wenn's wer weiß, haben wir jetzt alle Typen von Autos gefunden? 6, 9, 10. Also 10 da. Also es geht ja nicht um Stück, sondern tatsächlich um Typen, meine ich. 10, 13, 14. Also wir haben 14 hier und eine noch unten in Lobor, in Seltsam, was weiß ich. So, dann schieben wir da dazu. Wir haben den Polizeiwagen hier. So, ich gehe noch einmal an allen vorbei und ihr sagt mir dann, welcher mir potenziell fehlt. So. So, mal gut schauen. Wo ist die Sonne? Ich habe immer Angst, dass Regen kommt. Regen geht ja noch, aber Nacht bei Nacht. Oh, ich gehe da gar nicht rein. Fehlt eh wieder was. So, machen wir hier mal. Nicht geht über vier Trinken zu Hause am Klo. Nein, so, wir machen jetzt mal diesen hier. So. Oh, wir haben schon wieder Überlänge. Oh mein Gott, Überlänge. Macht nichts. Wir beenden die Folge mit einem schönen Klogang. So. Schauen wir mal. Wir könnten nämlich das auch gleich dazu machen, wenn wir schon am Eigenklo sind. Oder? Ups. Ja, dann machen wir das gleich. Ja, ist ja gut. Also, währenddessen schauen wir uns die Map an. Lobor. Ist schon weit bis nach Lobor, oder? Und wir müssen wieder durch die ganze Stadt.
Aber das hat euch ja das letzte Mal auch gefallen. So, lediglich Whitehead fürchtet sich. Aber manchmal muss sie ihre Aggression einfach auslassen und einem Zombie den Schädel einschlagen. Manchmal muss sie das tun. So, wir müssen Richtung Südwesten. Grob, in die Richtung. Ah, endlich zu Hause. Na, 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 na. Na, 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 na. Da laufen wir wieder an der Sporthalle vorbei. Oh. Wo ist denn mein Messer? Ach so, okay. Jetzt habe ich schon geglaubt, das ist weg. Hätte ich das da lassen sollen? Völlig egal, oder? Ah, das passt schon. So, meine Lieben, dann würde ich aber sagen, durch die Stadt laufen wird eine eigene Folge. Warum auch nicht? Das wird gut. So, wir müssen ja wieder zurück zum Porsche. So, wir holen uns noch eine Larve für unterwegs. Essen. Und... und essen. So, Stoppwechsel. Super sieht das aus. Gewicht der Ausrüstung. Inventar, ich kann natürlich 0,2. Ja, komm. Kürbis, Kohl. Nein, du musst das alles essen. Ah, Mädel soll ja nicht dick werden. So, geht's jetzt? Stoffwechsel, Gewicht der Ausrüstung. Ich muss noch mehr Sachen ablegen. So, aber zum Thema ablegen. Wir legen natürlich in der nächsten Folge erst ab. Wobei, den könnte man noch erschlagen. Ich könnte ihn auch erschießen. Komm, wir erschlagen ihn. Aber in der Sonne. Oh, Weiter tötet gern in der Sonne Zombies. Zombie. Dere, 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 dere. Hallo. Zombie? Ja, ja. Wenn du bitte herkommst. Einmal geht's noch, einmal geht's noch leicht. Einmal geht's noch, einmal geht's noch leicht. So, steh auf, steh auf, steh deinem Mann. Einmal noch, komm. Hui. Das sah ganz fies nach Genickbruch aus. So, was trug der Mann? Der Mann von Welt trägt einen Gummi bei sich. Was soll Weitrot da davon halten? Nö. Komm, steck das Hämmerchen weg. Da ist doch ein guter Platz, um die Folge zu beenden, oder? Ja. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein und ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.